Da kann ich was über meine biodeutsche Kindheit und Jugend erzählen, in einer süddeutschen Stadt in den 70er und 80er Jahren. An meiner Grundschule hatten wir noch Lehrerinnen, die ihr Handwerk in der NS-Zeit gelernt hatten. Beim Aufräumen unserer Klassenbibliothek haben wir mal ein etwas angestaubtes Buch über Germanen gefunden. Mit ganz viel Zeichnungen und Runen. Und das haben wir dann unserer Klassenlehrerin gezeigt und die war dann ganz pikiert. Und fühlte sich auch etwas ertappt, weil dieses Buch über 30 Jahre nach Kriegsende dort immer noch stand. An der Grundschule wie auch am Gymnasium gab es jeweils nur höchstens eine Handvoll nicht-biodeutscher Schülerinnen. Und das sage ich auch nur vorsichtshalber, weil erinnern kann ich mich an keine einzige. People of Color kannte ich lange Zeit nur als GIs, als Besatzungssoldaten. Ich kann mich an ein Fußball-Freundschaftsspiel erinnern mit einer Klasse eines anderen Gymnasiums und dort spielte ein Afrodeutscher mit. Der eindeutig beste Mann auf dem Platz. Und genau so habe ich das auch meinen Mitschülern gesagt, in irgendeiner flapsigen Bemerkung nach Spielende. Habe dabei aber das N-Wort benutzt. Habe aber auch sehr schnell an der doch sehr hilflosen und gezwungenen Reaktion meiner Mitschüler gemerkt, wie entsetzlich schal sich das doch anfühlte. Und in meiner Erinnerung habe ich das N-Wort danach jedenfalls so nicht wieder benutzt. Ich würde sogar sagen, dass der bekannteste Türke aus jener Zeit, den 80er Jahren, Ali war. Ali alias Günter Wallraff, wie wir ihn vom Cover seines Enthüllungsbuches ganz unten kennen. Und dort, ganz unten, haben wir solche Leute ja auch in der Regel vermutet und verortet. Und nicht an einem Gymnasium. So war das jedenfalls, anderthalb bis zwei Generationen nach dem doch sehr nachhaltigen und sehr brutalen Unterfangen der Nazis, eine sortenreine Kartoffel zu züchten.